Das Leben und das traurige Ende von Roger Moore. Roger Moore wurde am 14. Oktober 1927 in Stockwell, London, geboren. Er war das einzige Kind von George Alfred Moore, einem Polizisten, und Lillian Lilly. Seine Mutter wurde in Kalkutta, Indien, in eine englische Familie geboren. Er besuchte die Battersea Grammar School, wurde aber während des Zweiten Weltkriegs nach Holsworthy in Devon evakuiert und besuchte das Launceston College in Cornwall. Er wurde an der Dr. Challoner's Grammar School in Amersham, Buckinghamshire, weitergebildet. Moore machte eine Ausbildung in einem Animationsstudio, wurde jedoch entlassen, nachdem er einen Fehler mit einigen Animationssets gemacht hatte. Als sein Vater einen Raubüberfall im Haus des Filmregisseurs Brian Desmond Hirst untersuchte, wurde Moore dem Regisseur vorgestellt und als Statist für den Film Caesar in Cleopatra von 1945 engagiert. Dort zog Moore eine weibliche Fangemeinde außerhalb der Kamera an, und Hirst beschloss, Moores Gebühren an der Royal Academy of Dramatic Art zu bezahlen. Moore verbrachte 3 Semester bei RADA, wo er ein Klassenkamerad seines zukünftigen Bond-Co-Stars Lois Maxwell war, der ursprünglichen Miss Moneypenny. Während seiner Zeit dort entwickelte er den mittelatlantischen Akzent und das entspannte Auftreten, die zu seiner Leinwandpersönlichkeit wurden. Mit 18, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde Moore zum Wehrdienst eingezogen. Am 21. September 1946 wurde er als Leutnant in das Royal Army Service Corps einberufen. Er erhielt die Service-Nummer 372.394. Er war Offizier in der Abteilung Combined Services Entertainment und wurde schließlich Kapitän, der ein kleines Depot in Westdeutschland kommandierte. Dort betreute er Animateure der durch Hamburg durchreisenden Bundeswehr. In den frühen 1950er Jahren arbeitete Moore als Printmodell für Produkte wie Strickwaren, Zahnpasta und so weiter. Während dieser Zeit hatte er auch einen Fernsehauftritt in der Serie Drawing Room Detective. Er unterschrieb einen Vertrag bei MGM und trat in Filmen wie Interrupted Melody, 1955, The King's Thief, 1955, Diane, 1956, und so weiter auf. Anschließend unterschrieb er einen Vertrag mit Warner Bros. Und trat in Fernsehsendungen wie The Third Man und Alfred Hitchcock Presents auf. Moore wurde von 1958 bis 1959 als Sir Wilfred of Ivanhoe in der Serie Ivanhoe populär. Die Show richtete sich an ein jüngeres Publikum. Anschließend bekam er eine wichtige Rolle in The Alaskans, die von 1959 bis 1960 lief. Die Show wurde für eine Staffel ausgestrahlt, die aus 37 Episoden bestand. 1959 wurde Moore als Bo Maverick in einer TV-Serie mit dem Titel Maverick besetzt. Die Serie lief eine Staffel lang und Moore musste seine Zeit einteilen, da er gleichzeitig an The Alaskans arbeitete. Moore erlangte schließlich seinen lang ersehnten Ruhm, als er 1962 in The Saint gecastet wurde, wo er die Rolle des Simon Templar spielte. Die Show lief über 6 Staffeln und hatte 118 Episoden. Es war die am längsten laufende Serie im britischen Fernsehen. Kurz nach dem Ende der Serie spielte Moore in 2 Filmen mit, Crossblood, 1969, und The Man Who Haunted Himself, 1970. Mit diesen beiden Filmen erwies er sich als vielseitiger Schauspieler. 1971 trat er in der Fernsehserie The Persuaders auf. Die Serie war in Amerika kein Erfolg, aber in Europa, insbesondere in Deutschland und Australien, ziemlich gut. Als Sean Connery das James Bond Franchise verließ, wurde Moore gebeten, James Bond, in Life and Let Die, 1973, zu spielen. Es wird gesagt, dass Moore abgenommen hat und sich komplett überarbeitet hat, um die Rolle zu spielen. Moore spielte 12 Jahre lang James Bond, er war der dienstälteste James Bond-Schauspieler aller Zeiten. Er drehte Filme wie The Man with the Golden Gun, 1974, The Spy Who Loved Me, 1977, Moonraker, 1979, For Your Eyes Only,
1981, und so weiter. Nachdem er 1985 aufgehört hatte, Bond zu spielen, erschien Moore die nächsten 5 Jahre nicht auf der Leinwand. Erst 1990 trat er im Fernsehen auf und spielte eine wichtige Rolle in der Serie My Riviera. In den 2000er Jahren arbeitete er sporadisch in der Branche. Er spielte die Rolle eines Homosexuellen in Boat Trip 2002, trat in einem Werbespot für die Olympia-Bewerbung in London 2012 auf und moderierte Have I Got News for You 2012. Seinen letzten Filmauftritt hatte er, als er einen Cameo-Auftritt in dem Spionage-Thriller-Film The Saint spielte. The Saint wurde 2013 gedreht und wurde 2017 zu Ehren von Moore nach seinem Tod veröffentlicht. Roger Moore verließ seine erste Frau Dawn van Steyn für die 12 Jahre ältere Sängerin Dorothy Squires. Sie lebten einige Zeit zusammen, bevor er sie für die italienische Schauspielerin Luisa Mazzioli verließ. 1969 heiratete er Mazzioli. Das Paar hatte eine Tochter und 2 Söhne. Die Ehe geriet in Schwierigkeiten und sie hörten 1993 auf, zusammenzuleben. Im selben Jahr wurde bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert. Moore und Mazzioli wurden schließlich im Jahr 2000 geschieden. Im Jahr 2002 heiratete Moore seine ehemalige Nachbarin, eine dänisch-schwedische Multimillionärin namens Christina, Kiki, Tolstrup. Sie blieben bis zu Moores Tod im Jahr 2017 verheiratet. Moore hatte während seiner Kindheit eine Reihe von Krankheiten, darunter Windpocken, Masern, Mumps, Doppelpneumonie und Gelbsucht. Er hatte im Alter von 8 Jahren eine Infektion seiner Vorhaut und unterzog sich einer Beschneidung, wobei sein Blinddarm, Mandeln und Polypen entfernt wurden. Moore litt seit langem an Nierensteinen und wurde 1973 während der Dreharbeiten zu Life in Let Die und erneut während der Dreharbeiten zum Film Moonraker von 1979 kurz ins Krankenhaus eingeliefert. 1993 wurde bei Moore Prostatakrebs diagnostiziert und die Krankheit erfolgreich behandelt. Im Jahr 2003 brach Moore auf der Bühne zusammen, als er am Broadway auftrat, und wurde mit einem Herzschrittmacher ausgestattet, um einen möglicherweise tödlich langsamen Herzschlag zu behandeln. 2013 wurde bei ihm Typ-2 Diabetes diagnostiziert. Einige Jahre vor seiner letzten Krebserkrankung wurde ein Tumorfleck in der Leber gefunden. Dann, im Jahr 2017, während seiner Krebsbehandlungszeit, hatte er einen Sturz, bei dem das Schlüsselbein schwer verletzt wurde. Moores Familie gab am 23. Mai 2017 seinen Tod in der Schweiz an Lungen- und Leberkrebs bekannt. Er starb in seinem Haus in Crans-Montana im Beisein seiner Familie.